Und was ich am Schluss auswerten möchte, ob ich Stückzahl, Länge, Breite, den Umfang dazu und die Fläche haben möchte und so weiter und so fort. Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch mein aktuelles Projekt. Dabei geht es um eine Altplanoptimierung 360, das heißt Bürostandard, Komplettüberarbeitung. Und dabei habe ich hier ein neues Tool. Das ist ein Objekt, das ich einfach benennen kann, wie ich möchte. Ich kann mir aussuchen, ob es ein Kreis wird, ob es eine Linie wird, ob es ein Punktsymbol sein soll. Und dann kann ich dann irgendeine Nummer eingeben, zum Beispiel, keine Ahnung, 20. Wenn ich das Ganze schließe, dann schaut es so aus. Ja, das ist natürlich jetzt ein Riesenpunktsymbol gewesen. Das verbindet sich allerdings auch noch mit dem Raum und wird dann später auswertbar sein. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es soweit ist. Und da kann ich dann einfach auswählen, möchte ich das Tool, zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, das ist eine Steckdose. Also da gibt es auch so Steckdosen im Boden drin, Steckdosenkanäle oder wie die heißen. Ich weiß jetzt auch nicht. Und dann kann ich zum Beispiel eingeben, wie groß das Ding ist und was ich am Schluss auswerten möchte. Ob ich Stückzahl, Länge, Breite, den Umfang dazu und die Fläche haben möchte und so weiter und so fort. Und ich könnte das Ganze auch um 45 Grad zum Beispiel drehen und die Farbe ändern und dann kann ich das am Schluss hoffentlich dann auch auswerten. Und das mache ich gerade. Und wenn man sieht, das verbindet sich mit dem Raum, also wenn ich den Raum verschiebe, funktioniert das hier auch. Und ich finde das richtig cool. Und ja, und ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht schafft man die Liste bis heute Abend. Aber ich muss noch für einen weiteren Kunden auch noch einen Report machen. Und dann, ja, es gibt viel zu tun. Lassen wir es bleiben. Servus, ciao, euer Peter.